Es ist ja schon eine sonderbare Zeit, in dem ein Juso-Vorsitzender, der etwas am Lack einiger Konzerne kratzt und der über Enteignung oder Vergesellschaftung redet und dass der Kapitalismus die Probleme nicht löst, so ein Echo auslöst und so niedergemacht wird von der CDU, von den Medien und teilweise von der eigenen Partei, obwohl doch alle wissen, dass die SPD sich ohnehin nicht mit den großen Konzernen anlegen wird. Dazu braucht man schon die Linke. Ich finde, wir müssen uns mit den großen Konzernen anlegen. Die beherrschen Europa und wir wollen ein solidarisches und soziales Europa haben. Als ich hierher gefahren bin, kam gerade in den Nachrichten, dass die soziale Kluft in Deutschland seit der Wiedervereinigung extrem auseinandergegangen ist. Die oberen 10% haben einen Zuwachs von Einkommen von 33%, während das die unteren 10% ein Minus von 9% haben. Die, die ohnehin am wenigsten verdienen, haben sogar noch ein Minus in Einkommen und Reallöhnen. Und was soll man da anders dazu sagen, dass das eine Form von Enteignung ist? Die Leute arbeiten und kommen doch auf keinen grünen Zweig. Ich finde, die Enteignung der Löhne ist unerträglich in diesem Land. Und wenn wir sehen, dass Frauen in Europa 16% weniger Lohn bekommen als Männer und in Deutschland 22%, dann regt mich das richtig auf. Ich habe gar kein Verständnis dafür, dass insbesondere soziale Berufe so schlecht bezahlt werden. Wir leisten uns den Luxus, dass wir Menschen, denen wir unser Geld anvertrauen, ungleich mehr bezahlen als den Menschen, denen wir unsere Kinder, unsere Alten und unsere Kranken anvertrauen. Ich finde, in einer sozialen Gesellschaft muss es umgekehrt sein. Und deswegen brauchen wir in ganz Europa eine Aufwertung der sozialen Arbeit und es muss das Prinzip gelten, gleiche Löhne für gleichwertige Arbeit. Dann wird es endlich aufhören, dass Frauen so viel schlechter bezahlt werden. Und es kann nicht sein, dass Menschen von ihren Löhnen nicht leben können. Deshalb brauchen wir in ganz Europa höhere Mindestlöhne. Es muss das Prinzip gelten, jeder muss von seiner Arbeit leben können und eine Rente ansparen können, die den Lebensstandard sichert. Und deswegen sind es in Deutschland keine 9,19 Euro, von denen man weder in Düsseldorf noch in Stuttgart noch in Berlin leben kann, sondern wir brauchen mindestens 12 Euro Mindestlohn und das sofort. Und es muss doch das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen in ganz Deutschland und in Europa verletzen, wenn wir sehen, wie wenig Steuern Konzerne bezahlen müssen. Ich habe jetzt gelesen, oder man weiß es ja, dass Amazon, weltgrößter Logistikkonzern, im Übrigen interessant, modernste Logistik bei frühkapitalistischen Arbeitsverhältnissen, Amazon zahlt in Europa 0,07% Steuern. Jede Krankenpflegerin, jeder Facharbeiter, jede Altenpflegerin zahlt deutlich mehr Steuern wie Amazon oder wie Google oder wie Starbucks oder auch wie Siemens. Und das muss aufhören. Die Konzerne müssen endlich ordentlich besteuert werden. Und im Übrigen zahlt kein Konzern die Steuersätze, die gelten. In Deutschland müssen die Konzerne statt 30% nur 20% bezahlen. Und in Luxemburg bezahlen sie gerade mal 2%. Und da wäre es doch mal höchste Zeit, Mindeststeuersätze für Konzerne und für Reiche zu machen. Ich finde, Millionäre und Milliardäre müssen mehr Steuern bezahlen, damit die Altenpflegerin besser bezahlt werden kann. Und liebe Bürgerinnen und Bürger, auch dort reden wir über Konzerne, wenn wir gerade über Enteignung reden.
Wie sieht es denn aus gerade auf dem Wohnungsmarkt? Es ist doch völlig egal, ob Sie in Düsseldorf, in Berlin, in Stuttgart, in Lissabon oder in Paris leben. Überall haben wir die gleiche Entwicklung. Die Mieten schießen in die Decke und die Löhne bleiben auf dem Boden. Und die Immobilienkonzerne verdienen sich dumm und dämlich. Heute wurde erst bekannt gegeben, dass Vonovia eine Gewinnerhöhung hat und über 1,2 Milliarden Gewinn macht. Auf dem Rücken der Mieter und Mieterinnen. Jeder Euro Miete heißt 37 Cent Dividende an die Aktionäre dieses größten Immobilienkonzerns. Und wir sagen, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Wohnen muss jeder. Wohnen muss bezahlbar sein. Und mit Wohnungen darf nicht spekuliert werden. Und wir müssen dringend öffentliches Eigentum an Wohnungen aufbauen. Man sieht das am Beispiel der Stadt Wien. Wien hat 50-60% der Wohnungen in Gemeindeeigentum. Und der Quadratmeterpreis in einer Weltstadt wie Wien beträgt 5 Euro. Davon könnten wir hier nur träumen. Und deswegen brauchen wir mehr Sozialwohnungen, aber nicht, wie die anderen Parteien sagen, dass Steuervergünstigungen für private Investoren, dass sie zwischen 10 Luxuswohnungen eine Sozialwohnung bauen, die dann nach 15 Jahren aus der Sozialbindung geht. Nein, wir wollen Sozialwohnungen in öffentlicher oder in genossenschaftlicher Hand und in gemeinnütziger Form. Damit dürfen keine Profite gemacht werden. Die müssen dann ihr Leben lang in der Sozialbindung bleiben. Und deswegen brauchen wir in ganz Europa sozialen Wohnungsbau. Und dass jeder Mensch eine bezahlbare Wohnung, eine ordentliche Wohnung bekommt, muss doch eine Selbstverständlichkeit in einem reichen Land sein. Und liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sehen doch überall die Missstände im öffentlichen Bereich. In der Bildung, in der Erziehung. Wir haben einen extremen Pflegenotstand. 100.000 Krankenpflegerinnen fehlen allein in Deutschland. Ganz Europa sind es Millionen. 100.000 Erzieherinnen fehlen. Die Kinder haben zu wenig Erzieherinnen bei uns. Wir sind da auch im europäischen Vergleich ganz schlecht. Während in Norwegen gerade mal auf eine Krankenpflegerin 4 Patientinnen und Patienten kommen, sind es in Deutschland 13. Die Krankenpflegerinnen müssen sich Rollschuhe anziehen, dass sie von Patient zu Patient kommen. Und ich finde, es ist nicht in Ordnung, dass die Menschen, die Kranke und Alte pflegen, unter Arbeitsbedingungen arbeiten, die sie selbst krank machen. Deswegen brauchen wir deutlich mehr Personal in ganz Europa, in der Pflege und in der Erziehung und im sozialen Bereich. Lassen Sie uns ruhig auch über Klimaschutz reden. Heute kam der Bericht, dass 1 Million Arten vernichtet werden. Durch das, wie dieser Kapitalismus mit dem Ökosystem umgeht. Und wir leisten uns quasi den Zustand, dass jeder weiß, außer die Rechten leugnen es einfach, dass die Klimaerwärmung die Bedingungen rapide verschlechtert wird. Und wir sehen es ja schon an den langen Sommern. Und wer ernsthaft was für den Klimaschutz tun will und für die Ökologie, der darf den Kapitalismus nicht nur grün anstreichen wollen. Nein, der muss eine grundlegende Wende herbeiführen. Wir müssen raus aus der Kohle. Wir brauchen eine nachhaltige Mobilitätswende. Und auch dort reden wir über Konzerne. Die Automobilkonzerne wollen natürlich möglichst viele SUVs verkaufen. Sie wollen möglichst viele dicke Autos verkaufen, möglichst mit Dienstwagenprivileg. Und ich bin sehr dafür, die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie zu schützen. Aber ich bin sehr dafür, ökologische Mobilitätskonzepte zu machen. Und das heißt eben mehr öffentlicher Personennahverkehr, mehr Fahrradwege, Fußgängerfreundlichkeit, Ausbau der Bahn und nicht Abbau der Bahn. Und die Ticketpreise müssen überall sinken. Und wir haben einen Stufenplan erarbeitet,
wie man auch ticketfreien Nahverkehr machen kann, sprich zum Nulltarif. Es würde weniger kosten, als die Streichung des Solidaritätsbeitrages kostet. Und das zahlen ja sowieso nur noch die Besserverdienenden. Ich finde, diese 15 Milliarden sollte man lieber aufbringen, um einen kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr auszubauen. Und lassen Sie mich noch ein letztes ansprechen. Ich finde, dass es unerträglich ist, wenn die Europäische Union hauptsächlich über Aufrüstung und militärische Zusammenarbeit zusammengehalten wird. Wir brauchen stattdessen sozialen Zusammenhalt. Ich habe kein Verständnis dafür, dass jetzt 13 Milliarden in den Topf, in den Gemeinschaftstopf kommen für militärische Aufrüstung. Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Europäische Union in dem Jahr 2012, als sie den Friedensnobelpreis bekommen hat, Waffenexportweltmeister war. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass eine europäische Interventionsarmee aufgebaut werden soll. In einer Zeit, in der der Frieden im hohen Maße gefährdet ist, in dem die größte Weltmacht einen Präsident hat, der aufrüstet und unberechenbar ist, darf doch die Europäische Union nicht aufrüsten. Sie muss abrüsten und präventive Friedenspolitik machen. Wir nehmen 6,5 Milliarden aus dem Strukturfonds zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, um panzerfeste Straßen und Schienen in Europa auszubauen, insbesondere gegen den Osten. Ich finde, das ist absurd. Das sind Gelder für strukturschwache Regionen, wo Arbeitsplätze abgebaut werden, wo deindustrialisiert wird. Nein, diese Gelder brauchen wir zur Schaffung von Programmen gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Wir brauchen Programme für bessere Infrastruktur in Europa. Und wir brauchen mehr Geld für Bildung, Erziehung, Gesundheit, Kunst und Kultur und nicht für militärische Aufrüstung. Und für Hartz IV, zur Bekämpfung der Armut. Ich finde ohnehin, in einem reichen Land oder reichen Kontinent darf es keine Armut geben. Deswegen wollen wir aus dem Hartz-IV-System aussteigen. Wir werden uns niemals mit Hartz-IV aussöhnen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Europawahlen werden oft nicht so wichtig genommen. Ich glaube, wir haben diesmal eine Ausnahme. Bei dieser Europawahl geht es wirklich um eine Richtungswahl. Geht es so weiter mit Merkel und Macron, mit sozialer Polarisierung und sozialer Ungerechtigkeit? Oder geht die Entwicklung sogar nach rechts? Werden die Rechten stärker, die nichts anderes vertreten als das Modell eines autoritären Kapitalismus und der Entdemokratisierung von ganz Europa, die dafür sorgen wollen, dass weiter Menschen im Mittelmeer ertrinken? Nein, die Rechten werden in uns den entschiedensten Gegner haben. Deswegen wählt den dritten Weg, nicht im übertragenen Sinne, den dritten Weg der Linken. Wir brauchen ein soziales, solidarisches und friedliches Europa. Wir brauchen eine Partei, die dafür steht, die Sprachrohr der vielen Bewegungen für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit ist. Und wir brauchen eine Partei, die auch den Mut hat, es mit den reichen Vermögenden und mit den Lobbyisten aufzunehmen, und die dafür sorgt, dass es endlich in Europa ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit gibt. Unterstützen Sie die Linke, sorgen Sie dafür, dass wir eine starke europäische Linke bekommen. Danke für eure Aufmerksamkeit.